Liebe Radfahrerinnen und Radfahrer, hier ist Moritz von der Region Hannover. Willkommen zur Tour der Woche von Hof zu Hof durch die Wedemark. Wir treffen jetzt Hartmut Pflüger, der uns seinen Forellenhof zeigt. Ja, herzlich willkommen auf dem Forellenhof der Wedemark. Wir haben hier eine kleine Fischzucht in der Wedemark mit Karpfen, Forellen und Saiblingen. Wir haben eine kleine Räucherei dabei, natürlich hier unseren Angelteich, wunderschön mit Gästezimmern. Nebenbei gibt es noch das Restaurant Forellenstübchen, wo man auch den frisch gefangenen Fisch verspeisen kann. Und wir haben natürlich eine Räucherei, wo alles frisch geräuchert wird im Erlenrauch und ja, lecker, wenn es warm aus dem Ofen kommt. Ja, ich zeige euch jetzt mal unseren schönen Hofladen. Können wir da mal runterlaufen? So, jetzt zeige ich euch mal unsere Hälteanlage, wo die Forellen sitzen. So, dann holen wir noch mal ein paar raus hier. Die kommen jetzt gleich in den Angelteich, schöne Burschen dabei. Ein paar Lachsforellen, ein paar Regenbogenforellen. Direkt am Jörnshof gibt es die tollsten Honigspezialitäten. Wir sind hier bei der Imkerei Jörnshof in Dudenbostel. Hier sind wir mit Frau Lindinger verabredet, die uns erzählt, was es hier zu erleben gibt. In unserer Bienenschau vom Jörnshof können Sie die Bienen live erleben. Wenn Sie mit dem Fahrrad ankommen, können Sie hier die Tür öffnen. Und da sehen Sie ein kleines Volk, das dort haust. Man kann, wenn man genau hinguckt, zum einen die Königin entdecken oder wie hier zum Beispiel eine Biene, die einen Schwänzeltanz macht. Nach dem Besuch ist es wichtig, die Tür des Schaukastens wieder zu schließen. Im Unterschied zur konventionellen Imkerei sehen wir hier einen Top-Hive-Bar, der sehr anschaulich zeigt, wie die Bienen ihren Naturwabenbau vollziehen. Und bitte stellt euch nicht vor das Einflugsloch. Hallo Marie, schön, dass wir heute deinen Hof kennenlernen dürfen. Herzlich willkommen hier auf dem Biohof Rotham und Hemme. Tunnel haben die Tomaten optimale Bedingungen. Das heißt, du siehst hier, wir haben Aromatomaten, die sind schon etwas größer. Hier neben wachsen verschiedene Cherry-Tomaten. Neben dir oder hinter dir die Strauchtomaten.
Also wir haben eine große Vielfalt. Hier siehst du unsere Paprika. Wir bauen in diesem Jahr zum ersten Mal Paprika an. Von Hof zu Hof durch die Wedemark gibt es eine Karte, die ihr in der Touristinformation am Bahnhof bekommt oder unter www.hannover.de findet. Ich schwinge mich jetzt auf zum nächsten Hof.